Wir alle sind in unserem Leben schon von jemandem verletzt worden. Die Verletzung kann so schwer sein, der Verrat so verheerend sein, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir in der Lage sind, dieser Person zu verzeihen. Das kann für wahre Christen ein Problem darstellen, denn wir sollen uns gegenseitig freigebig und von Herzen vergeben. Vielleicht erinnerst du dich an die Begebenheit, bei der Petrus Jesus dazu eine Frage stellte. Dann kam Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal? Jesus antwortete: Ich sage dir, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Matthäus 18, 21, 22, Berean Study Bible. Unmittelbar nachdem er dieses Gebot, bis zu 77-mal zu vergeben, ausgesprochen hatte, gibt er eine Veranschaulichung, die davon handelt, was nötig ist, um in das Königreich des Himmels zu kommen. Beginnend mit Matthäus 18, 23 erzählt er von einem König, der einem seiner Diener vergab, der ihm eine große Menge Geld schuldete. Als dieser Sklave später die Gelegenheit hatte, genauso mit seinem Mitsklaven zu handeln, der ihm einen vergleichsweise sehr kleinen Geldbetrag schuldete, vergab er ihm nicht. Der König lernte aus dieser herzlosen Tat und stellte die Schuld wieder her, die er vorher vergeben hatte, und ließ dann den Sklaven ins Gefängnis werfen, was es ihm unmöglich machte, seine Schuld zurückzuzahlen. Jesus schließt dieses Gleichnis ab, indem er sagt: In gleicher Weise wird mein himmlischer Vater auch mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder aus eurem Herzen heraus vergebt. Matthäus 18, 35, New World Translation. Bedeutet dies, dass, was auch immer eine Person uns angetan hat, wir ihr vergeben müssen? Gibt es keine Bedingungen, die es erforderlich machen, dass wir die Vergebung zurückhalten? Wird von uns erwartet, dass wir allen Menschen immer wieder vergeben? Nein, das wird nicht von uns erwartet. Wie kann ich mir da so sicher sein? Fangen wir mit der Frucht des Geistes an, welche wir in unserem letzten Video besprochen haben. Beachten wir, wie Paulus es zusammenfasst. Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glauben, milde Selbstbeherrschung. Gegen solches gibt es kein Gesetz. Galater 5, 22, 23, New King James Version. Gegen solches gibt es kein Gesetz. Was bedeutet das? Es gibt einfach keine Regel, welche die Ausübung dieser neuen Eigenschaften begrenzt oder einschränkt. Es gibt im Leben viele Dinge, die zwar gut sind, aber im Übermaß schlecht sind. Wasser ist gut. Tatsächlich brauchen wir Wasser zum Leben. Aber trink zu viel Wasser und du wirst dich selbst umbringen. Bei diesen neuen Eigenschaften gibt es nicht so etwas wie zu viel. Du kannst nicht zu viel Liebe oder zu viel Glauben haben. Bei diesen neuen Eigenschaften ist mehr immer besser. Es gibt jedoch andere gute Eigenschaften und andere gute Taten, welche im Übermaß schaden können. Das ist bei der Eigenschaft der Vergebung der Fall. Zu viel kann tatsächlich schaden. Lass uns nochmal das Gleichnis des Königs aus Matthäus 18, 23 überprüfen. Nachdem er Petrus gesagt hat, bis zu 77 Mal zu vergeben, gibt Jesus dieses Gleichnis als eine Veranschaulichung. Beachten wir, wie es beginnt. Aus diesem Grund gleicht das Königreich des Himmels einem König, der mit seinen Sklaven abrechnen wollte. Und als er angefangen hatte abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. Aber da er nicht die Mittel hatte, es zurückzuzahlen, befahl der Herr, dass er und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, verkauft werden sollte, um die Schuld zurückzuzahlen. Matthäus 18, 23, 25, New American Standard Bible. Der König war nicht in einer vergebenden Stimmung. Er war im Begriff, die Bezahlung zu verlangen. Was hat seine Meinung geändert? Da fiel der Sklave zu Boden und warf sich vor ihm nieder und sagte: Hab Geduld mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen. Und der Herr dieses Sklaven hatte Mitleid und er ließ ihn frei und vergab ihm die Schuld. Matthäus 18, 26, 27, New American Standard Bible. Der Sklave flehte um Vergebung und drückte die Bereitschaft aus, die Dinge richtigzustellen. Im parallelen Bericht gibt uns der Schreiber Lukas ein wenig mehr Perspektive. Also gebt auf euch Acht. Wenn dein Bruder oder deine Schwester gegen dich sündigt, so weise sie zurecht. Und wenn sie bereuen, vergib ihnen. Selbst wenn sie gegen dich 7-mal am Tag sündigen und 7-mal zu dir zurückkommen und sagen: Ich bereue, musst du ihnen vergeben. Lukas 17, 3, 4, New International Version. Daraus erkennen wir,
dass während wir bereitwillig vergeben sollen, die Bedingung, welche an Vergebung geknüpft ist, auf einem Anzeichen von Reue bei der Person basiert, die gegen uns gesündigt hat. Wenn es keine Hinweise auf ein reuevolles Herz gibt, dann gibt es keine Grundlage für Vergebung. Aber Moment mal, wird jemand sagen, hat nicht Jesus am Kreuz Gott gebeten, allen zu vergeben? Damals gab es keine Reue, oder? Aber er bat darum, dass man ihnen trotzdem vergibt. Dieser Vers ist sehr ansprechend für diejenigen, die an die universelle Erlösung glauben. Mach dir keine Sorgen, letztendlich wird jeder gerettet werden. Nun lass uns das nachschlagen. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider auf, indem sie Lose warfen. Lukas 23, 34, New International Version. Wenn du diesen Vers auf BibleHub.com in der Ansicht mit mehreren Übersetzungen anschaust, in der mehrere Dutzend bedeutende Bibelübersetzungen aufgelistet sind, wirst du keinen Grund haben, die Authentizität anzuzweifeln. Es gibt nichts, was dich zu der Annahme veranlassen könnte, dass du etwas anderes als den reinen kanonischen Urtext liest. Das gleiche gilt für die New World Translation 2013er Ausgabe, das sogenannte Silberne Schwert. Andererseits wurde diese Übersetzung nicht von Gelehrten der Bibel übersetzt, also würde ich mich nicht so sehr auf sie verlassen. Das gleiche kann nicht von der Neuen Weltübersetzung mit Studienverweisen gesagt werden. Mir fiel auf, dass sie Vers 34 in doppelte eckige Klammern setzt, was mich veranlasste, in die Fußnote zu schauen, die lautet: Und ich zeige es hier. Diese Symbole repräsentieren antike Kodizes und Manuskripte, die diesen Vers nicht enthalten. Es sind Codex Sinaiticus, 4. Jahrhundert, Papyrus Bodmer, 2. Jahrhundert, Vaticanus 1209 aus dem 4. Jahrhundert, die Beseia Codices, 5. und 6. Jahrhundert, Freer Gospels, 5. Jahrhundert, Sinaitic Syriac Codex aus dem 4. und 5. Jahrhundert. Berücksichtigt man, dass dieser Vers kontrovers diskutiert wird, finden wir vielleicht heraus, ob er zum biblischen Kanon gehört, wenn wir dessen Harmonie oder das Fehlen von Harmonie mit dem Rest der Schriften feststellen. In Matthäus Kapitel 9, Vers 2 sagt Jesus einem gelähmten Mann, dass seine Sünden vergeben sind. Und in Vers 6 sagt er den Menschen, aber der Sohn des Menschen hat die Gewalt, auf der Erde Sünden zu vergeben. In Johannes 5, 22 sagt uns Jesus, der Vater richtet niemanden, sondern er hat das ganze Gericht dem Sohn zugewiesen. Angesichts der Tatsache, dass Jesus die Macht hat, Sünden zu vergeben, und dass das ganze Gericht ihm vom Vater anvertraut wurde, warum würde er seinen Vater bitten, seinen Henkern und ihren Unterstützern zu vergeben? Warum macht er es nicht einfach selbst? Aber es gibt noch mehr. Wenn wir den Bericht in Lukas weiterlesen, finden wir eine interessante Entwicklung. Gemäß dem Bericht von Matthäus und Markus haben die beiden Räuber, die mit Jesus gekreuzigt wurden, ihn mit Schmähungen beschimpft. Dann änderte einer seine Herzenseinstellung. Wir lesen, einer der Verbrecher, der mit ihm hingerichtet wurde, beschimpfte ihn mit Schmähungen, indem er sagte, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Aber der andere entgegnete und wies ihn zurecht, indem er sagte, fürchtest du nicht einmal Gott, da du die gleiche Verurteilung empfängst? Und wir leiden tatsächlich zurecht, denn wir empfangen, was wir für unsere Verbrechen verdienen. Aber dieser Mann hat nichts Falsches getan. Und er sagte, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Königreich kommst. Und er sagte zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 39 bis 43, New American Standard Bible. Ein Übeltäter bereute also und der andere nicht. Vergab Jesus beiden oder nur einem? Alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass der eine, der um Vergebung bat, die Zusicherung gewährt wurde, mit Jesus im Paradies zu sein. Aber da gibt es immer noch mehr. Es war um die 6. Stunde und Dunkelheit kam über das ganze Land bis zur 9. Stunde, denn die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Und der Vorhang des Tempels wurde in zwei Teile zerrissen. Lukas 23, 44, 45, New American Standard Bible. Matthäus berichtet auch, dass es ein Erdbeben gab. Was war die Wirkung dieser erschreckenden Phänomene auf die Menschen, die die Szene beobachteten? Als nun der Centurio sah, was sich ereignet hatte, begann er Gott zu preisen und sagte, dieser Mann war in der Tat unschuldig.
Und die ganze Menge, die zu diesem Spektakel zusammengekommen war, ging, nachdem sie gesehen hatte, was geschehen war, nach Hause und sie schlugen sich an die Brust. Lukas 23, 47, 48. Das hilft uns, die Reaktion der Menge besser zu verstehen, als Petrus den Juden 50 Tage später zu Pfingsten sagte: So sei jedem in Israel mit Sicherheit bekannt, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, sowohl zum Herrn als auch Messias gemacht hat. Die Worte des Petrus stachen sie ins Herz und sie sagten zu ihm und den anderen Aposteln: Brüder, was sollen wir tun? Apostelgeschichte 2, 36, 37. Die Ereignisse um Jesu Tod herum, die 3 Stunden lange Dunkelheit, das Zerreißen des Tempelvorhangs in 2 Teile, das Erdbeben, alle diese Dinge bewirken, dass die Menschen erkannten, dass sie etwas sehr Falsches getan hatten. Sie gingen nach Hause und schlugen sich auf die Brust. Als Petrus dann also seine Ansprache hielt, war ihr Herz bereit. Sie wollten wissen, was sie tun mussten, um die Dinge richtig zu stellen. Was hat Petrus ihnen gesagt, was sie tun sollen, um Vergebung von Gott zu bekommen? Hat Petrus gesagt: Ach, macht euch keine Sorgen, Gott hat euch schon vergeben, als Jesus ihn darum bat, damals, als er an dem Kreuz starb, an das ihr ihn gebracht habt. Seht mal, aufgrund des Opfers Jesus wird jeder gerettet werden. Entspannt euch und geht nach Hause. Nein. Petrus antwortete: Jeder von euch muss seine Sünden bereuen und zu Gott umkehren und werdet im Namen von Jesus Christus getauft zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2, 38. Sie mussten bereuen, um ihre Sünden vergeben zu bekommen. Es gibt tatsächlich 2 Stufen, um Vergebung zu erlangen. Eine ist zu bereuen, anzuerkennen, dass du falsch gelegen hast. Der zweite ist Umkehr, sich von dem falschen Weg abzuwenden zu einem neuen hin. Zu Pfingsten bedeutet das, getauft zu werden. Über 3000 wurden an jedem Tag getauft. Dieser Prozess funktioniert so auch für Sünden auf persönlicher Ebene. Nehmen wir an, eine Person hat dich um etwas Geld betrogen. Wenn sie ihr Fehlverhalten nicht anerkennen, wenn sie dich nicht um Vergebung bitten, dann bist du nicht verpflichtet, das zu tun. Was, wenn sie um Vergebung bitten? Im Fall der Veranschaulichung Jesu hat keiner der Sklaven um den Erlass der Schulden gebeten, sondern nur, dass ihnen mehr Zeit eingeräumt wird. Sie zeigen den Wunsch, die Dinge richtig zu stellen. Es ist leicht, jemanden zu verzeihen, der sich aufrichtig entschuldigt, eine Entschuldigung, die zu Herzen geht. Diese Aufrichtigkeit zeigt sich, wenn die Person sich bemüht, mehr zu tun, als nur zu sagen: Es tut mir leid. Wir wollen das Gefühl haben, dass es sich nicht nur um eine unaufrichtige Ausrede handelt. Wir wollen glauben, dass es nicht wieder passieren wird. Die Eigenschaft der Vergebung wird, wie alle guten Eigenschaften, von der Liebe beherrscht. Die Liebe sucht den Nutzen von anderen. Einem wirklich reuigen Herz die Vergebung vorzuenthalten, ist nicht liebevoll. Vergebung zu gewähren, wenn es keine Reue gibt, ist ebenfalls lieblos, denn wir könnten die Person dazu bringen, sich weiterhin falsch zu verhalten. Die Bibel warnt uns: Wenn das Urteil für ein Verbrechen nicht zügig vollstreckt wird, werden die Herzen der Menschen ganz darauf eingestellt, Böses zu tun. Prediger 8, Vers 11. Wir sollten uns auch bewusst sein, dass jemand zu vergeben nicht bedeutet, dass sie nicht die Konsequenzen für ihr Fehlverhalten tragen. Zum Beispiel mag ein Ehemann gegen seine Ehefrau sündigen, indem er Ehebruch mit einer anderen Ehefrau begeht oder einem anderen Mann. Er mag sehr aufrichtig sein, wenn er bereut und sie um Vergebung bittet, und so gewährt sie ihm vielleicht Vergebung. Das heißt aber nicht, dass der Ehevertrag nicht trotzdem gebrochen ist. Sie ist immer noch frei, wieder zu heiraten und nicht verpflichtet, bei ihm zu bleiben. Jehova vergab König David für seine Sünde, die Ermordung des Ehemannes von Bathseba geplant zu haben, aber es hatte immer noch Konsequenzen für ihn. Das Kind ihres Ehebruchs verstarb. Dann gab es eine Zeit, als König David Gottes Gebot missachtete und die Männer von Israel zählen ließ, um seine militärische Stärke zu ermitteln. Der Zorn Gottes kam über ihn und Israel. David bat um Vergebung. David sagte dann zu dem wahren Gott: Ich habe schwer gesündigt, indem ich das tat. Und nun bitte, vergib den Fehler deines Dieners, da ich sehr töricht gehandelt habe. 1. Chroniker 21, 8. Dennoch gab es Konsequenzen. 70.000 Israeliten starben in einer 3-tägigen Plage, die von Jehova herbeigeführt wurde. Das scheint nicht fair zu sein, wirst du vielleicht sagen. Nun, Jehova warnte die Israeliten, dass ihre Wahl Konsequenzen haben würde, einen menschlichen König über sich zu setzen. Sie sündigten, indem sie ihn ablehnten.
Haben sie diese Sünde bereut? Nein, es gibt keine Aufzeichnung darüber, dass die Nation jemals Gott um Vergebung gebeten hat, weil sie ihn abgelehnt haben. Natürlich sterben wir alle durch Gottes Hand. Ob wir aufgrund unseres hohen Alters oder einer Krankheit sterben, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, oder ob jemand direkt durch Gottes Hand stirbt, wie es die 70.000 Israeliten taten, wie auch immer, es ist nur zeitweise. Jesus sprach von einer Auferstehung sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Der Punkt ist, dass wir alle im Tod entschlafen, weil wir Sünder sind, und wir werden in der Auferstehung geweckt werden, wenn Jesus ruft. Aber wenn wir den zweiten Tod vermeiden wollen, müssen wir bereuen. Vergebung folgt auf Reue. Traurigerweise würden viele von uns lieber sterben, als sich für etwas zu entschuldigen. Es ist bemerkenswert, wie es für einige anscheinend unmöglich ist, diese drei kleinen Worte auszusprechen. Ich lag falsch. Und die anderen vier. Es tut mir leid. Dennoch ist das Entschuldigen die Art und Weise, wie wir Liebe ausdrücken können. Reue für begangenes Unrecht hilft, Wunden zu heilen, zerbrochene Beziehungen zu reparieren, um sich wieder mit anderen zu verbinden, sich wieder mit Gott zu verbinden. Machen wir uns nichts vor. Der Richter der ganzen Erde wird keinem von uns vergeben, solange wir ihn nicht darum bitten. Und du tust besser daran, es aufrichtig zu meinen, denn im Gegensatz zu uns Menschen kann Jesus, dem der Vater das ganze Gericht übergeben hat, die Herzen von Menschen lesen. Es gibt noch einen anderen Aspekt der Vergebung, den wir noch nicht betrachtet haben. Jesu Gleichnis vom König und den beiden Sklaven aus Matthäus 18 behandelt auch diesen. Es hat mit der Eigenschaft der Barmherzigkeit zu tun. Wir werden das in unserem nächsten Video untersuchen. Bis dann, vielen Dank für deine Zeit und deine Unterstützung.